Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mal andersherum anfangen, weil ja die Bürgerbeteiligung, Herr Thiel hat es auch gesagt, von Ihnen so scharf kritisiert worden ist. Ich möchte mal ganz in den Vordergrund stellen, dass Bürgerbeteiligung für unsere Demokratie, für eine lebendige Demokratie ein enormer Gewinn ist. Und ich sage, wir sind nicht alle hier jetzt versammelt, aber unter uns Parlamentariern sind jede Menge Menschen, die durch Bürgerbeteiligung, nämlich durch Einmischen, durch vor Ort einmischen, weil vielleicht eine Straße nicht so geführt war, wie sie geführt sein sollte, die aus vielen Gründen sich vor Ort eingemischt haben und erst danach in die Politik gefunden haben. Von daher lassen Sie uns das erstmal positiv sehen, dass Bürgerbeteiligung auch dazu führt, Bürger, Bürgerinnen für unsere Demokratie zu gewinnen. Und lassen Sie mich auch einen Satz sagen, das glaube ich, sollte für uns Parlamentarier hier grundsätzlich einstimmig sein. Wer eine lebendige Demokratie haben will, der muss Debatten und er muss auch den Streit um das bessere Argument aushalten und er muss in einem Rechtsstaat auch aushalten, wenn Verfahren einmal sich verzögern. Wenn denn dann das Ergebnis am Ende stimmt und dann ein Kompromiss da ist und am Ende auch alle sagen, ja, damit können wir jetzt leben, das müssen wir akzeptieren, dann ist doch viel gewonnen, anstatt von oben Politik zu betreiben und den Menschen etwas aufzustülpen, wo sie noch Jahre später sagen, das hätten wir nie gewollt, wenn wir uns denn hätten dagegen wehren können. Liebe CDU, mit Ihrem Antrag, den Sie hier vorgelegt haben, enttäuschen Sie mich eigentlich völlig, weil dieser Antrag zeigt, dass Sie eigentlich nur zurück wollen, 50 Jahre zurück. Sie wollen aber nicht nach vorne. Sie können in der heutigen Gesellschaft eine Lösung, wie Sie die heute präsentieren, nicht mehr anbieten. Das geht einfach nicht mehr, wenn Sie so gegen Bürgerinnen und Bürger vorgehen wollen, wie Sie es vorschlagen. Und ich sage Ihnen auch eins, seit dem Berliner Flughafen, seit Stuttgart 21, wissen wir doch, dass die Hauptprobleme großer Infrastrukturprojekte nicht der Widerstand von Bürgerinnen und Bürgern sind, sondern fehlerhafte Planung, mangelhafte Durchführung von Projekten. Da ist im Moment was zu tun und nicht die Mitwirkungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern zu beschneiden. Meine Damen und Herren, wir können auch nicht in Sonntagsreden hier im Parlament von mündigen Bürgern reden, aber dann, wenn uns das nicht mehr passt, wenn es irgendwie in dem Planungsprozess Widerspruch gibt, dann den Bürgerinnen und Bürgern das Mitwirkungsrecht mal ganz schnell wieder nehmen wollen. Und ich persönlich, ich habe mit vielen Bürgerinitiativen zu tun, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Freizeit da geopfert wird, wie viel Sachverstand sich die Menschen aneignen. Und ich finde, wir sollten da zutiefst dankbar sein, dass diese Menschen sich so einbringen, so intensiv einbringen. Herr Kollege Rüsse, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Hofenjürgen zulassen? Immer. Sehr geehrte Grüße. Erstens haben wir die Mitwirkungsrechte nicht in Zweifel gestellt. Wir haben nur gesagt, ob sie an allen Stellen wirklich so ausgeprägt sein müssen. Das ist eine andere Frage. Ist das alles noch korrekt? Das ist das Erste, die Feststellung. Jetzt die Frage, was halten Sie denn davon, dass wenn bei der B474N, die ja im Moment in Revision ist, weil es dort bei der B474N, das ist eine Straße, ein Straßenbauprojekt in Waltrop-Datteln, wo der stellvertretende Landesvorsitzende des BND schon angekündigt hat, sollte Straßen NRW den Prozess gewinnen, hat er Grundstücke in seinen Besitz gebracht, mit denen er im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens erneut die Behinderung des Projekts vorziehen wird. Ist das das, was Sie meinen? Herr Kollege Rüssel, bitte schön. Herr Hofenjürgen, Sie wissen natürlich, dass ich genau das nicht meine, aber Sie müssen es in einem Rechtsstaat, und das ist ein Rechtsstaat, aushalten. Sie müssen es einfach aushalten, wenn das so ist. Das ist der Punkt. Ich sage Ihnen mal, ein Herr Erdogan in der Türkei, der würde solche Probleme schnell lösen. Klar, das geht da ratzfatz, aber dies ist hier ein demokratischer Rechtsstaat und wir haben hier Verfahrensschritte einzuhalten und das wird dann auch so funktionieren. Meine Damen und Herren, liebe CDU, der Kollege Glocke hat es auch schon erwähnt, Ihre eigenen Mitglieder vor Ort verhalten sich teilweise ganz anders, als Sie es in Ihrem Antrag fordern. Die B61 hat er erwähnt, Stadtverband Bad Oeynhausen, ich zitiere aus einer Verlautbarung des Stadtverbandes, daher wird sich der CDU-Stadtverband mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in das Aktionsbündnis einbringen. Ziel ist es, alle weiteren Planungen zu verhindern. Machen Sie mit. Setzen Sie mit Ihrer Unterschrift ein Zeichen, dass ein derartig unüberlegtes Verkehrsvorhaben sofort wieder aus den Planskizzen verschwindet. Zitat Ende.
Wenn Sie das hier alles falsch finden, was Ihre eigenen Leute vor Ort sagen, wenn das alles falsch ist, dann sagen Sie das Ihren Mitgliedern. Und wenn Sie die Bürgerinitiativen, wenn Sie das auch alles falsch finden, dann sagen Sie denen das auch. Dann sagen Sie den Bürgerinitiativen gegen Fluglärm, dass Sie die nicht ernst nehmen. Sagen Sie den BIs gegen Müllverbrennung, dass Sie deren Ängste eigentlich doch nicht ernst nehmen und sie eigentlich auch nicht hören wollen. Sagen Sie den Menschen im Braunkohlerevier, dass ihre Proteste sie auch nicht interessieren. Und dann will ich auch noch mal, weil aus meiner Sicht bauen Sie einen unglaublichen Popanz auf hier mit Ihrem ganzen Antrag. Und dass angeblich in NRW nichts passiert. Erstens haben wir sehr unterschiedliche Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben boomende Regionen, da ist derselbe Verkehrsminister, derselbe Umweltminister tätig und da funktioniert es. Und wir haben natürlich haben wir eine Region, wo es etwas schwieriger ist, aber das liegt doch nicht daran, dass wir die Projekte nicht schnell genug durchbringen würden. Denn sonst müsste ja ganz Nordrhein-Westfalen eine einzige Problemregion sein. Und das ist es eben nicht. Völliger Quatsch. Im Münsterland, ja, Herr Brockes, wenn Sie das so sehen, tut mir das leid. Ich finde mein Bundesland schön und ich finde auch, dass wir sehr erfolgreich sind als Bundesland. Meine Damen und Herren, in meiner Region haben die Westfälischen Nachrichten versucht, mal so die angeblichen, unglaublich aufgehaltenen Projekte aufzulisten. Sie haben eine ganze Doppelseite genommen dazu, fanden aber am Ende nur 8 Projekte und mussten das mit unglaublich großen Bildern garnieren, damit die beiden Seiten auch voll wurden. Und das Ergebnis ist auch deshalb sehr strittig, weil darunter ist ein Projekt, der Flughafen Münster-Osnabrück, die Startbahnverlängerung. An der Stelle würde ich sagen, vielen Dank, liebe Bürgerinitiativen, dass Sie das ausgebremst habt, zusammen mit dem NABU, weil da schon jede Menge Geld in der Hüttrupe Heide versenkt worden ist. Es wäre besser gewesen, man hätte diese hochtrabenden Träume da nie versucht durchzusetzen. Ein weiteres Beispiel aus einer anderen Region, Müllverbrennung Paderborn. 45.000 Einwendungen aus der Bürgerschaft, die dieses Vorhaben in einem breiten Bündnis der Gesellschaft stoppen. 45.000 Menschen, darunter Paderborn kennen wir ja, sicherlich auch einige Mitglieder Ihrer Partei. Ich finde, das ist gelebte Bürgerbeteiligung an der Stelle, die immer wieder hilft, schlechte Projekte zu stoppen und auszubremsen. Und deshalb Herr sollten Kollege, wir es gibt eine mehr Bürgerbeteiligung des Herrn Kollegen an weniger Bürgerbeteiligung. Herr Kahnes, jetzt möchte ich zulassen. Ja, lasse ja, ich auch zu. Ja, das ja. ist ja eine schon gute Nachricht. Bitte schön, Herr Kollege Glocke. Herr Kollege Rösse, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich würde Sie gerne fragen bezüglich des Flughafens Münster-Osnabrück, den Sie angesprochen haben. Die Startbahn könnte jetzt ja nach der Einigung ausgebaut werden. Und ich wollte wissen, ob es Ihnen bekannt ist, dass sie deswegen nicht ausgebaut wird, weil der Flughafen Münster-Osnabrück einfach keine Finanzmittel mehr hat und seine ganzen Rücklagen, die er über Jahre gebildet hat, aufgrund der Defizite oder des Defizitsausgleichs in den letzten vier Jahren verbraucht hat, also dass der Ausbau, den Sie jetzt ja vornehmen könnten, ja, das ist ja eine Frage, ich werde die einfach ausformulieren, auch wenn die CDU unruhig wird, das passt Ihnen einfach inhaltlich nicht, das ist mir schon klar. Also meine Frage wäre, ob Ihnen das bekannt ist, dass der Ausbau, der ja möglich wäre, nur aufgrund der fehlenden Finanzmittel scheitert, weil die ganzen Rücklagen dafür für den Defizitausgleich aufgebraucht worden sind. Vielen Dank, bitte schön, Herr Klopper. Ja, lieber Herr Kollege, das ist mir natürlich bekannt, mir ist auch bekannt, dass die Kreise und Kommunen, die am FMO beteiligt sind, in den nächsten Jahren bis 2023 noch 110 Millionen zusätzlich zuschießen dürfen zu all den Millionen, die längst da in der Hüttrupe Heide versenkt worden sind. Und es ist natürlich auch bekannt, dass Bürgerinitiativen, und da schließt sich der Kreis zu Ihrem Antrag, dass Bürgerinitiativen schon vor 20 Jahren gesagt haben, dieser Flughafen wird nie die Gefälligkeitsgutachten zahlen, die damals prognostiziert worden sind, um den Ausbau zu rechtfertigen, die wird der Flughafen nie erreichen. Die Bürgerinitiativen haben Recht behalten. Wir hätten eine Menge Geld sparen können, wenn wir auf die gehört hätten. Und deshalb ist ja aus unserer Sicht Bürgerbeteiligung auch ebenso sinnvoll. Und liebe CDU, Sie erwähnen in Ihrem Antrag das Beispiel der Leverkusener Rheinbrücke. Genau für solche Fälle gibt es ja die Möglichkeit, aufgrund von Dringlichkeit ein verkürztes Verfahren einzuleiten. Also das, was wir brauchen, haben wir schon. Auch deshalb bräuchten wir Ihren Antrag an der Stelle nicht. Und es zeigt, dass es Ihnen mit Ihrem Antrag nur darum geht, mal kräftig auf die politische Pauke zu hauen. Nicht mehr und nicht weniger ist es, was Sie hier machen. Und ich glaube, wir Politiker sollten auch an der einen oder anderen Stelle auch mal innehalten und mal überlegen, ob wir denn immer schlauer sind als die Bürgerinnen und Bürger vor Ort oder ob wir nicht gerade besonders profitieren von den Kenntnissen, die die Menschen vor Ort in ihrer Region haben, ob wir nicht besser zuhören,
ob wir nicht uns mit den Einwänden, die es gibt, den Verbesserungsvorschlägen, die es gibt, ob wir uns nicht besser ernsthaft damit beschäftigen. Und das Bundesverkehrsministerium hat dazu ein Handbuch herausgegeben. Handbuch für gute Bürgerbeteiligung heißt das. Ich zitiere: Mehr und qualitativ bessere Bürgerbeteiligung bedeutet natürlich auch einen Mehraufwand. Die vorgeschlagenen Maßnahmen bieten aber die Chance, dass sich Verfahren sogar insgesamt verkürzen und letztendlich sogar billiger sein können. Und ich glaube, diesen Worten können wir als Grüne uns einfach anschließen. Das halten wir für richtig, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, auch unser Verkehrsminister ist dieser Meinung, denn er organisiert ja jede Menge runde Tische entlang eben an der A46 passiert das. Es passiert zum Thema B64. Von daher, das Instrument ist bekannt, wird auch genutzt. Und ich möchte enden damit, liebe Kolleginnen und Kollegen, Demokratie ist anstrengend. Vielleicht ist eine durchgrünte Gesellschaft noch etwas anstrengender, weil durchgrünt heißt für mich, dass Bürgerinnen und Bürger sich gut informieren, dass sie sich beteiligen, dass sie mitmachen in dieser Gesellschaft, dass sie versuchen, diese Gesellschaft mitzugestalten. Und Entscheidungsprozesse sind langwierig, sind mühselig. Und insofern verstehe ich auch den Minister, dass er da mal Dampf abgelassen hat. Aber lieber Mike Roschek, was wäre die Alternative zu einer ordentlichen Bürgerbeteiligung? Da sind wir uns einig, dass wir das wollen. Wir wollen die Menschen mitnehmen. Und für mich persönlich bleibt das Zitat, Willy Brandt hat gesagt, mehr Demokratie wagen. Und wir sollten nicht aus Angst vor anderen Entscheidungen weniger Demokratie durchführen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rüssel.